Näher ran zu euch. Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität, da bin ich wieder, Markus Meinschein. Willkommen bei diesem Video. Das ist mein Video, mein erstes Video zum Model Y, Model Y von Tesla. Und ich nehme euch gerade heute mal mit hier auf meine alltäglichen 10 Kilometer Wanderung. Aber keine Angst, das wird kein langes Video. Wir machen das einfach jetzt hier alles. Mali hat sich einen Stock geholt und wird hier ein bisschen knabbern. Schau Mali, da ist der Hund. So. Da sind wir wieder. Bevor ich zum Model Y komme, wollte ich erstmal mich bedanken bei den vielen neuen Abonnenten. Und gerade das letzte Wochenende sind wieder über 200 Leute dazugekommen von euch. Also herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mich würde mal interessieren, warum ihr, wie ihr gekommen seid. Oder habt ihr schon lange geschaut und habt gedacht, oh jetzt, das habe ich lange genug schwarz gesehen, jetzt abonniere ich mal. Würde mich echt interessieren, woher ihr gekommen seid. Ich weiß, dass der Horst Lüding mich wieder verlinkt hat in seinem letzten Video. Ich verlinke auch mal sein Video. Er ist auch sehr, sehr fleißig zurzeit. Ja, würde mich mal super interessieren. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ihr diese Soap sehr gerne geguckt habt. Es ist ja unglaublich, wie viel Klicks ich habe oder wir haben auf dem Video mit dem Frank vom Kanal Schräg. Dass wir da einfach so zusammensitzen und wir haben Supercharger am Ionity-Lader die zwei Autos laden und dann später auch über die deutschen Autos philosophiert haben. Das zeigt mir, dass da Interesse ist und dass das Spaß macht, euch dazu zu schauen. Ich könnte mir vorstellen, diese Reihe fortzusetzen. Und wenn ihr wollt oder wenn ihr Ideen habt, schreibt noch mal unten auch in die Kommentare rein, was könnte der Inhalt sein. Ihr wisst ja, ich bin immer gerne auf Content fixiert. Es muss ein bisschen Mehrwert natürlich bieten, obwohl ich ja auch fast gedacht hatte, es war kein Mehrwert. Ich hatte auch langweilig reingeschrieben in die Beschreibung, aber es war ja anscheinend nicht so langweilig. Cool, sorry, wenn ich ab und zu mal schneide, ich muss auch ein bisschen meine Gedanken sortieren. Die Q3-Konferenz, Telefonkonferenz von dem gesamten Managementteam von Tesla, hatten wir ja ziemlich gleich danach zusammengefasst gehört und gesehen auf den verschiedenen Medien. Aber ich habe mir jetzt mal das Originalband komplett angehört am Wochenende, also die komplette Konferenz mit den Fragen der Investoren, mit den Antworten der Tesla-Leute. Und ich muss sagen, ich habe das auch mit den anderen gemacht, mit den anderen Konferenzen. Also ich weiß, ich kann so ein bisschen vergleichen. Und ich muss sagen, es war zivilisierter als sonst. Die Leute haben gut argumentiert, deutlich gesprochen. Elon war sehr aufgeräumt. Und es hat richtig Spaß gemacht, dieser Konferenz zuzuhorchen. Ich verlinke euch mal den Podcast von Ryan McCaffrey unten unter diesem Video. Da könnt ihr auch mal reinhören. Das ist zwar nicht die gesamte Konferenz, aber er gibt dann auch Kommentare und erklärt so ein bisschen, was da gesagt wird. Das höre ich mir eigentlich regelmäßig an und ich finde das einen sehr guten Mehrwert. Natürlich ist Ryan ein Tesla-Fanboy, ja. Und zwar ein extremer Tesla-Fanboy, mehr als ich. Gut, was ich rausnehmen wollte aus der Konferenz für euch, ist die Tatsache, dass der Elon gesagt hat, Elon Musk, Herr Musk, also wir sind keine Freunde, trotzdem sage ich Elon, weil es besser redet, dass er den Auftrag gegeben hat, das Model Y zu produzieren. Und er meint damit die zwei Prototypen, wir machen normalerweise zwei Prototypen, dass wir das gerade produziert, noch dieses Jahr. Das heißt, das Design steht fest, es steht alles fest. Na klar, es wird immer noch ein bisschen hier und da getweakt, sagen ja die Amerikaner. Aber das ist eine gute Nachricht. Das Model Y wird kommen. Und es wird auch vorgestellt werden. Ich denke mal so Mitte bis Ende März wird das vorgestellt werden. Und ich bleibe dabei, es wird noch eine Überraschung geben. Ich tippe auf den Pickup-Truck. Aber sehen wir mal. Was heißt das für uns hier in Europa? Wo ist das Model Y eingeordnet? Also ich sehe das Model Y nicht als günstigeres Modell zum Model 3. Also es wird es auf keinen Fall sein. Das Model Y wird ein Model 3 sein mit einer großen Kofferraumklappe. Bisschen höher, so in die Mini-SUV oder SUV-Gattung wird es gehen. Es wird eventuell eine Konkurrenz sein zum Kia Niro. Den habe ich jetzt gesehen in Hockenheim. Von der Größe her, vielleicht ein bisschen größer, aber wir müssen uns davon verabschieden, dass das günstigste Tesla-Modell sein wird. Also das wird es nicht sein. Wann wird es kommen? Immer, also so, wenn man so in die Vergangenheit schaut,
wird es kommen, denke ich mal. So die ersten Vorbesteller, Founded Series Edition, die werden Mitte nächsten Jahres, das heißt 2019. Nee, das ist zu früh. Ja, es dauert immer ein Jahr nach der Vorstellung. Kommt da jemand mal? Nee, wir sind alleine. Oh, sorry, ich bin etwas verschnupft. Es wird 2020 kommen erst. Und zwar nur für den amerikanischen Markt. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, was kaufe ich jetzt? Das Model 3, das kommt nächstes Jahr ganz sicher auf den deutschen Markt. Das wurde auch nochmal bestätigt. Auf den europäischen Markt, sorry. Und schlagt dazu, wenn ihr nicht mehr länger warten wollt. Und es kommt diese Mid-Range-Variante. Oh, da kommt ein Hund. Ich muss mal kurz stoppen. Warte, komm mal her. So. Sorry, ich musste ein Stück weitergehen. Ich habe gerade über das Model 3 gesprochen, was kommen wird. Diese Mid-Range-Variante, da fehlen, ich glaube, ich habe das aufgeschnappt, irgendwo 17% der Akkus zur Long-Range-Variante. Und es kostet einige tausend Dollar weniger und Euros. Und es gibt es nur als Heckantrieb. So. Und kostet in den USA ungefähr 45.000 Dollar. Und in Europa wird es ungefähr 45.000 Euro kosten. Jetzt sagt mir nicht wieder, ich muss das umrechnen und so weiter. Ich glaube mir, man kann das so ziemlich genau umrechnen auf die Art und Weise. Das 35.000 Euro Modell wird kommen, aber später. Elon hat auch ganz klar gesagt, dass sie noch nicht bereit sind dafür. Das wird auf jeden Fall 2020 kommen erst, also nicht 2019, kann ich mir nicht vorstellen. Also meine Empfehlung ist ganz klar, Midrange Model 3. Wer ein Autopilot braucht, sondern dazu nehmen wir nicht, weglassen. Model 3 ist ja eh kein Auto, was man dauernd auf der Autobahn weit fährt. Ich denke, das ist so eher so alltäglicher Gebrauch, mal ans Wochenende mal irgendwo hinfahren. Wenn man auf der Budgetseite ist, braucht man nicht unbedingt. Man kann es ja später dazu buchen, wenn man ein bisschen Geld wieder gespart hat. Ja, das ist meine Empfehlung. Wer noch warten will auf das Model Y, also vor 2020, kommt das garantiert nicht, eher Ende 2020 auf dem deutschen Markt, auf dem europäischen Markt. Und genau zu diesem Zeitpunkt wird ja auch der Neo kommen von Volkswagen. Der Dies hat ja gerade nochmal gesagt, dass er das bis 2020 hinkriegt. Und der wird um die Hälfte billiger sein als Tesla und mindestens das gleiche können. Lassen wir uns überraschen. Und wenn er gleich mit der billigsten Variante rauskommen wird, weiß ich nicht. Bis jetzt hat uns das gezeigt, dass das die Vergangenheit, dass das nicht so ist. Dann wäre natürlich der Neo eine super Alternative zum Model Y. Bis dahin, wenn die auch die Laderdichte Ionity aufgebaut haben einigermaßen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Also Model 3, wenn ihr euch überlegt, Model 3 oder Model Y und habt nicht mehr viel Zeit, nehmt das Model 3, würde ich sagen. Wenn ihr Zeit habt, wartet auf das Model Y und schaut, was für Alternativen es bis dahin geben wird. Bis dahin wird auch das Sion von Sono Motors auf dem Markt sein. Und die Koreaner werden hoffentlich fleißig liefern können. Also das hilft auf jeden Fall. So, ich hoffe, euch hat das kurze Video hier mit mir gefallen und mit Mali. Mali ist jetzt hier unten und wartet, dass es weitergeht. Da ist er. Und wir werden uns wieder melden. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich habe euch ja zwei Aufgaben gegeben, ganz am Anfang. Und Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das Spiel. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Macht's mal gut. Ciao, ciao.